Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Tribal Wars 2. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Ja, ich möchte euch noch eine Folge zeigen, was man hier Schönes machen kann. Unser Hauptgebäude haben wir ja in der letzten Folge schon auf Stufe 2 gebracht. Wir haben das Tutorial durchgespielt und haben uns ein bisschen was angeschaut. Wir haben ein Barbarendorf angegriffen, ein bisschen Beute erbeutet. Und aktuell haben wir ein paar Quests, wir können hier ein paar Sachen ausbauen und so weiter und so fort. Und das wollen wir natürlich machen. Wir schauen mal, was uns questtechnisch angeboten wird. Teil 1, willkommen bei Tribal Wars. So, jetzt, da du das Tutorial gemeistert hast, solltest du dich mit anderen Aspekten des Spiels vertraut machen. Lass uns mit den wertvollen Rohstoffen anfangen und wo man sie abbauen kann. Erreiche Gebäudestufe 1 für Holzfäller. 2. Zweimal Baukostensenkung. Oh, nice. So, wo haben wir unseren Holzfäller? Holzfäller. Da ist die Eisenmine. Lehmgrube, Holzfäller. Hier. So. Holzfäller ist Stufe 0 aktuell. Was könnten wir hier... Ach so. Muss mal ganz kurz was schauen hier. Okay, alles klar. Holzfäller hat auch ein Menü. Hauptgebäude öffnen. Ach so, nee. Okay, wollte schon sagen. Okay, den tun wir jetzt auf jeden Fall einmal upgraden. So, Holzfäller ist jetzt Stufe 1. Super. Das passt. So, und dann sollten wir... Teil 2. Reiche Gebäudestufe 2 für Holzfäller. Teil 3. Ach so, na, aber das haben wir doch jetzt geschafft hier. Ach so, Quest abschließen. Ach, ich bin aber auch mal hier. Zweimal Baukostensenkung. Sehr schön. Zack, da unten geht's hin. So, dann Holzfäller Stufe 2. Das können wir ja auch gleich noch machen. Das ist ja auf jeden Fall, ja. Warte mal, jetzt zeigt er uns auch an. Ah, genau, jetzt wo der Stufe 1 ist, wird uns natürlich auch angezeigt, wie viel wir produzieren und so weiter und so fort. Aktuell haben wir eine Grundproduktion auf Stufe 1 von 120, bei Stufe 2 wären es 132, es würde sich leicht erhöhen. Erhöht um 20%, 104 auf 158, aktuelle Produktion 120, genau, okay. Ihr könnt natürlich mit diesen Kronen auch die aktuelle Produktion erhöhen. Die Holzproduktion in einem Dorf 20% für 7 Tage. Aber wie gesagt, wenn wir mal hier draufklicken, dann bling, kommt dieses kleine Fenster. Und da seht ihr, ihr könnt all hier verschiedene Angebote wahrnehmen. Zum Beispiel 200 für 4,99 und so weiter. Muss man aber nicht machen, ist natürlich alles freiwillig. So, was haben wir hier schönes? Baukosten. Senkt die Baukosten um 20%, kann auch einmal pro Stufe verwendet werden. Aha. Sehr schön. So, was haben wir jetzt hier noch schön? Ich spare 68% pro Paket. Okay. Produkte im Angebot. 10-mal Meisterplünderer. Das ist ja lustig. Hier gibt es natürlich auch noch ein paar nette Sachen, die man sich anschauen kann. Definitiv. So, aber wir wollen natürlich unseren Holzfäller erstmal auf Stufe 2 bringen. Zack. So, jetzt hat er Stufe 2 erreicht. Und wir haben die nächste Quest abgeschlossen. So, erreiche Gebäudestufe 2 für Holzfäller. Das haben wir fertig. Gebäudestufe 1 haben wir fertig. So, Quest abschließen. Dann bekommen wir 100 Holz. Habt das gesehen? Hier oben, zack, 100 Holz. Sehr schön. So, erreiche Gebäudestufe 1 für Lehmgrube. Dann bekommen wir Lehm. Das machen wir natürlich jetzt auch noch. So, was kostet uns das eigentlich? 65, 40, 50. Ja, das ist ja okay. So, die Quest natürlich hier abschließen. Zack. Sehr schön. Und Teil 4... ist für Eisenmine. Die ist hier oben. So. Und einmal das Ganze upgraden. Sehr schön. Unseren Bauernhof müssen wir natürlich auch upgraden. Ich kann euch dann auch sagen, warum. Okay, wir haben Stufe 1. Hier ist die Eisenmine. So. Quest abschließen. Sehr schön. Haben wir wieder ein bisschen Eisen dazu bekommen. So, und jetzt haben wir hier eine neue Quest gekriegt. Und zwar Teil 1, dein Bauernhof. Wir haben jetzt quasi eine komplette Quest abgeschlossen. Es besteht immer aus mehreren Teilen, das Ganze. Und wir sollen quasi unseren Bauernhof jetzt auf Stufe 2 bringen. Stufe 1 hat er schon, aber das hätte ich sowieso gemacht. Ich kann euch auch sagen, warum. Weil der Bauernhof nämlich hier oben für unseren Proviant vonnöten ist. So sieht es nämlich aus. So, was haben wir denn hier? Angriffsschutz endet in 119 Stunden am Angriffsschutz. Das ist ja nicht schlecht. Alter Schwede. Nicht schlecht. So, hier können wir eine Statue bauen. Was kostet denn uns die? Okay. So, da baue ich doch direkt mal die Statue.
man hier gleich mal ein Wahrzeichen setzen. Nein, Spaß natürlich. So, Übersichten. Da können wir auch nochmal ganz kurz reinschauen. Hier sehen wir nämlich unsere Gesamtübersichten, und zwar Dörfer. Da hätten wir dann, wenn wir mehrere Dörfer haben oder halten, hätten wir dann hier die Auflistung, Dorfinformationen zum Dorf Springen, können wir hier über Kurzwahl, müssen wir nicht mal über die Karte raus. Dann Hauptgebäude, welche einzelnen Stufen die ganzen Gebäude haben, Sperrkämpfer oder beziehungsweise was für Truppengattungen dort stationiert sind und wie viele, und Loyalität und die Punkte natürlich insgesamt. So, hier kann man noch vordefinierte Filter einstellen, das ist natürlich auch ganz cool. Und Dorfinformationen, genau, dann kommt man direkt aufs Dorf. Moment, ich wollte jetzt aber Übersichten hier hin. Genau, eingehend haben wir noch, da ist nichts drin, ausgehend haben wir noch Einheiten, naja, und so weiter. So. Einen Stamm kann man natürlich auch beitreten, ne? Es gibt wieder, es gibt natürlich auch Clans oder in dem Falle hier eben Stamm. Hier könnt ihr einmal gucken, ob ihr irgendwelche Einladungen habt. Und hier seht ihr eben so die verschiedenen Stämme, die unglaublichen. Bewerbung schreiben, Informationen. Schauen wir doch mal ganz kurz, was hier. Oh, 28 Mitglieder, Halleluja. Rang 43, das ist, denke ich, gar nicht so schlecht. Durchschnitt besiegte Gegner, 1908. Punkte stand der 40 besten Spieler. Krasse Sache. Erfolge des Stamms haben wir keine. Und hier schreiben die. Was schreiben denn die? Hier die, wie hießen sie gerade noch? Die Unglaublichen, genau. Wir sind offizieller Clan, die Unglaublichen. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Fröhlich und frech kämpfen sie auch für dich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Hause. Die Unglaublichen hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Unglaublichen. Lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis. Der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam könnt ihr so viel mehr noch erleben. Kommt doch hierher und singt einfach mit. Du willst mit uns singen? Dann bewerbe dich und lass dich überraschen, ob auch du die Kraft des Saftes in dir hast. Bewerben. Liebe, upsala, liebe Unglaublichen, da ich von eurem holden Gesang, Moment, so angetan war, ach, und dieser mich direkt in Schunkellaune. Oh, das Wort gibt's nicht. Warum nicht? Ich glaube, das Wort gibt's wirklich nicht. Nee. Schunkellaune versetzt hat. Möchte ich gerne meinen Saft mit eurem teilen. So. Meinen Saft mit euren Teilen. So, was haben sie noch geschrieben? Ich bewerbe mich überraschen, ob du die Kraft des Saftes in dir hast. Da ich einen sehr kräftigen Saft in mir habe, so gedenke. Oder warte mal, wie können wir das schreiben? Naja, komm hier, so gedenke ich, dass ich, oder so gedenke ich gut in die holde Gruppe. Moment, schreib mal anders, in den holden Stamm zu passen. ja, da ich von euren Gesang so angetan war und dieser mich direkt in Schunkellaune versetzt hat, möchte ich gerne meinen Saft mit euren teilen, da ich einen sehr kräftigen Saft in mir trage, welcher auch unendlich verfügbar. Moment. Was ist denn heute noch los? So gedenke ich gut, in euren holden Stamm zu passen. Ich freue mich über eine Antwort. Dear McManus. Nein, ich bin nicht der
von YouTube. So. Jetzt bewerben. Sehr schön. Haben wir schon unser erstes Bewerbungsgespräch genommen? Ach, sehr geil. Das Spiel gefällt mir wirklich. Holzbooster. Verwende den Gegenstand Holzbooster. Okay, haben wir einen Holzbooster? Wo ist denn der? Eingehend, nee, Moment, da bin ich falsch. Hier wollte ich hin. Holzbooster. Baukostensenkung. Haben wir einen Booster? Eisenbooster. Holzbooster. Oh, was? Der kostet mich aber 50 Kronen. Fortschritt. Warte mal, was haben wir hier? Ein Speicher auf 3. So, warte mal. Speicher können wir erstmal erhöhen. Dauert ein Minütchen. Und dann wollte ich mal noch was anderes gucken. So, dass man den Bauschleife, Rekrutierungsschleife. Okay. Moment. Bekomme ich einen Brief, wenn du deine E-Mail-Adresse bestätigst? Ach so. Klicke hier, um mein Gehst zu erhalten. So, was haben wir denn jetzt hier? Holzbooster. Ach so! Ja, das ist ja super. Ich kriege ja natürlich, wenn ich die Quest erstmal abschließe, kriege ich natürlich diesen Holzbooster. So, dann können wir natürlich jetzt hier den Holzbooster auch verwenden. Logischerweise. So, wo ist er denn? Da, Holzbooster. Gegenstand benutzen. Benutzen. Würde ich natürlich eigentlich jetzt nicht machen, weil ich würde dazu den Holzfäller erstmal vielleicht noch ein bisschen hochpimpen. Aber na gut, wir produzieren jetzt 132 Holz pro Stunde und das glaube ich eine Woche lang. So, die Quest können wir auch abschließen. Sehr schön. Wie lange dauert der Speicher noch? 5 Sekunden. Warten wir noch schnell und dann können wir die Quest nämlich auch abschließen. Ich hoffe, der Stamm sieht das nicht auf YouTube. Schöne Grüße an die Unglaublichen, ne? War nur ein kleiner Spaß. Ist jetzt nicht irgendwie böse gemeint gewesen oder so. War ganz lustig. Ja. So. Was haben wir denn jetzt hier? Zweiter Schritt. 10 Sperrkämpfer. Okay, Angriffsschutz. Was haben wir jetzt hier? Gut. Also ihr seht, man bekommt immer wieder neue Quests. Man bekommt Belohnungen. Mit denen kann man sich natürlich über Wasser halten. Wir haben jetzt noch 20 Axtkämpfer übrigens. Ey, cool. Wo haben wir die denn her? Und was macht die Kaserne eigentlich? Bindet die irgendwelche Leute aus? Achso, die 5 Sperrkämpfer. Sehr interessant. Ich denke mal, das war es erstmal gewesen hier von diesem kleinen Spielchen. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie es aussieht, wie es funktioniert. So einen kleinen, ja, eine kleine Einführung, die wir eben zusammen so durchmachen. Und einen schönen, netten Stamm haben wir ja auch schon kennengelernt, die Unglaublichen. Könnt ihr euch ja auch bewerben. Vielleicht wäre ich ja aufgenommen, ich weiß es nicht. Aber in diesem Sinne würde ich mich erstmal verabschieden. Der Link ist unten in der Videobeschreibung für dieses Spiel. Dort könnt ihr euch natürlich anmelden. Ihr unterstützt mich natürlich auch ein bisschen damit. Deswegen vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten wieder. Bis dahin, euer MacManius. Tschüss!